Wir sind ja heute hier beim XR Experience Day an der Hochschule in München. Und hier geht es natürlich um das Thema der virtuellen Welten. Unsere Aufgabe ist es, Welten zu bauen für Corporates, in denen sie immersive und spaßige und wirklich engaging Onboardings, Trainings und Workshops veranstalten können. So wollen wir langweilige Informationsvermittlung in aufregende Events verwandeln. Und das Zweite ist das genaue Gegenteil eigentlich davon, wo wir hochkomplexe Dinge, die in teuren Anwendungen eigentlich ausgeführt werden müssten, in Virtual Reality darstellen, das heißt zum Beispiel Schweißübungen, Löschübungen etc., kann man heute ganz wunderbar in VR darstellen. Und wir denken, das wird Unternehmen revolutionieren. Potenzial von XR, Extended Reality, sehen wir vor allen Dingen einfach im besseren Verständnis und im schnelleren Verständnis von komplexen Anatomien. In der Grundlagenforschung konzentrieren wir uns beispielsweise im VR- und AR-Bereich auf die Erstellung von Simulationen für die Suchtmedizin. Da geht es um Exposition, aber auch zum Beispiel um Entspannungsszenarien, damit die Patienten eben bestimmte Situationen üben können. Und mit Hilfe von Augmented oder auch von Virtual Reality Brillen können wir Trainings für solche Geräte oder auch Prozedurtrainings halbautomatisiert oder auch automatisiert durchführen, entweder mit dem echten Gerät wie hier oder auch aus der Ferne mit Virtual Reality im Prinzip in der leeren Luft. Von der Motivation für den Beruf zur Qualifikation, aber auch zur Einführung und auch zur Assistenz können wir immersiven Technologien anbieten, um letztendlich auch Mediziner, Pflegekräfte, aber auch medizintechnische Geräte sinnvoll in Einsatz zu bringen. Welche Situationen sind im Unternehmen relevant, wo es um Sozialität geht, um den Austausch miteinander, um die Interaktion? Wenn ich Mitarbeiter habe, die neu ins Unternehmen kommen, können schon mal das Onboarding virtuell erleben. Ich kann Vorstellungsgespräche in einem digitalen Zwilling durchführen. Wir sind im sozialen Bereich unterwegs, im interkulturellen Bereich. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man gegen Diskriminierung vorgehen, auch im Unternehmenskontext. Und wollen eben diese Antidiskriminierungstrainings unterstützen. Das heißt, wir gehen gegen Rassismus, gegen Sexismus, Antisemitismus, je nachdem vor. Und machen das über VR, also Virtual Reality, weil sich die Menschen dadurch viel besser in Situationen reinversetzen können, in Menschen reinversetzen können, die diskriminiert werden. Der Vorteil ist ja, dass man in der Virtual Reality nicht nur Zuschauer ist, sondern eben mittendrin ist. Und man kann sozusagen komplexe Zusammenhänge, Fachgebiete, dadurch, dass man sich hineinbegibt und interagiert, da auf eine ganz andere Art aufnehmen und sich das halt auch besser merken, wenn es mit einer Geschichte und mit Emotionen verbunden ist. Und Emotionalität ist ja das, was uns dazu bewegt, uns überhaupt mit irgendwelchen Themen zu beschäftigen. Und dementsprechend ist natürlich das Potenzial von Virtual Reality in sämtlichen Bereichen der Kommunikation einfach ein Medium, was wie kein anderes Storytelling eben vorantreiben kann. Wir sehen eine wünschenswerte Zukunft im hybriden Campus. Das heißt, die Hochschule München wird in Zukunft auch einen Campus im virtuellen Raum haben. Und da stärken wir ganz wesentlich die Laborausbildung. Im Projekt beschäftigen wir uns damit, auch virtuelle Zwillinge zu erzeugen und sie dann den Studierenden im Rahmen von Praktika für die Vorbereitung, für die Nachbereitung zur Verfügung zu stellen. Und möchten sie damit natürlich auch auf ihr Berufsleben vorbereiten. Weil es so viele Potenziale gibt im XR-Bereich, hat der Freistaat Bayern, nämlich das Digitalministerium, den XR-Hub Bavaria gefördert als Projekt. Unser Ziel ist es, verschiedene Akteure hier zusammenzubringen. Wir arbeiten sehr viel mit Universitäten und Hochschulen, mit Entwicklern bis hin zu den Anwendern und beraten in alle möglichen Richtungen, verknüpfen die Akteure miteinander, damit neue Projekte entstehen.